Brücke gelichtet ist. Ne? Genau, dann stehst du auf der Oh, da kommt ein Schiff neben uns. Ein Einmaster. Oh ja. Ein Schiff. Okay. Ich glaube, der haut ab. Oh Mann, ich habe ihm schon mal eine Salve gegeben, damit er weiß, wer hier der Rhino ist. Setzen wir Segel oder nicht? Wollen wir den? Ja, doch, doch, Segel setzen, aber wir müssen mal los, Schiffs. Wollen wir den hinterher oder was? Nee, eigentlich, wir knallen nur den kurz ab und dann, oder? Also wir haben halt übelst viele Schätze, dass der 6 Schätze oder so der hat, glaube ich nicht. Depot, ja, glaube ich auch. Aber wir könnten mal ein bisschen Zielschießen machen. Der ist ziemlich weit weg, er werdet eh nicht treffen. Echt weit schießen musst und vor ihn schießen musst, weißt du? Hab ich getroffen? Nee, ach, das war knapp. Ach, das, was ich will, ist eine Abgabe. Oh, der schießt zurück. Und der trifft sogar. Der trifft, boah. So, oh, Alarm voll erwischt. Aber Wasser haben wir noch nicht unten drin. Nee, alles nee. Cool. Gut. Hast du. Der verfolgt uns. Hinter uns? Ja, ist hinter uns. Ja, ja, dann einfach zum Outpost, aber der kriegt uns niemals. Der kriegt uns niemals. Welche Richtung ist denn der Outpost, Jungs? Müssen einmal komplett drehen, 180 Grad. Alles klar. Ost-Ost-Nord. Mach mal aber in die Richtung. Rechts von uns. Also wenn wir nach rechts drehen, können jetzt schießen, könnt schießen. Gleich, ja. Wartet. Wir drehen gerade, wir dreht noch. Ich habe das Lenkrad ja eingedreht, also das Steuerrad. Wir wollen ja einen 180 Grad Turn machen, dann müsste ja voll beidrehen. Ah, ist noch zu weit weg. Aber er fährt genau drauf zu dann. Ja, getroffen. Ich habe keine Dings mehr. Brauch Kanonenkugel. Schießt schön weiter. Hat er uns gerammt? Ja. Passt auf, dass er nicht drauf kommt. Schießt auf ihn, wenn er könnt. Und dann Löcher stopfen, Jungs. Löcher stopfen, sonst gehen wir unter mit ziemlicher Geschwindigkeit. Oh ja, wir gehen mit ziemlicher Geschwindigkeit unter. Löcher stopfen, Jungs. Löcher stopfen. Ich stopfe. Ich schippe. Schippe schon mal, genau. Dann kommt hier schon mal Wasser raus. Ich versuche auch mit zu stopfen. Alles gar nicht so viel. Okay, du machst die Löcher, sie dir, wir schippen. Dann ist es schnell hier unten raus. Alles klar. Ist zu alles? So, ich guck noch mal, wie wir fahren. Nord-Nordost hat er gesagt. Wir drehen auf der Stelle bei... Nee, Ost-Nordost. Ost. Mehr nach Osten. Wir sind trotzdem auf Südwesten gerade gerichtet. Ist wieder hinter uns das Schiff. Ihr könnt schon mal die rechte Seite klar machen. Oder ist das das da vor uns, wo ich hier drumherum fahre die ganze Zeit und wir sind schon übelst nah? Das sieht nämlich aus wie so. Wir sind ziemlich weit weg noch. Ah, okay. Aber das hier ist kein Outpost, ja? Aber oh, das ist auch ein Outpost. Läuft. Ich wollte gerade sagen, Alter. Sieht genau aus wie dieser Outpost. Den habe ich eben wieder nicht vorher nicht gesehen. Genau geradeaus. Wo ist das Schiff? Neben uns. Rechts. Wo wieder ein paar draufballen.
ist jetzt hinter uns. Oh, getroffen, lol. Nice. Ja, drehen wir bei. Und dann so, nee, der schießt. Oh, der hat uns getroffen. Hat uns wieder getroffen. Ja. Und nochmal. Au. Und nochmal. Wir müssen beidrehen, sonst macht er uns platt. Ich dreh schon bei, Mann. Und wir stehen halt komplett gegen den Wind. Ich hab halt kaum Schub. Haben wir auch vorne irgendwas zum Schießen? Nee, vorne leider nicht. Haben die auch nicht. Die sind auch nur... Passt auf, ihr bleibt auf dem Schiff und fahrt es hier immer schön drumherum. Einer muss fahren, ja? Fahrt einer mal schön drumherum um das Ding. Einer muss ans Lenkrad. Okay. Ich komme immer wieder zurück und... Nach rechts oder was? Genau, drumherum fahren nach rechts. Ich bringe erst mal eine Kiste weg und dann machen wir das sneaky. Wo ist der scheiß Abgabepunkt? Da. Der schießt auf mich. Klar schießt er auf mich. Hab's abgegeben. Zu spät. Ach, der ist auch nur alleine. Kann im Grunde nichts machen. Ich komme nämlich jetzt über den Meerjungmann oder die Meerjungfrau zu euch aufs Deck. Und dann können wir so die langsam abgeben, obwohl wir getriggert sind. Also im Kampf sind. Hat uns wieder getroffen. Ja, ich guck mal eben unter Deck. Oder wir machen ihn einfach jetzt platt. Habt ihr Bock auf PvP, Jungs? Ja, haben wir. Okay, na dann machen wir ihn jetzt platt. Wir sind mehr als einer eigentlich. Okay. Dann gehe ich noch mal kurz ans Steuerladen. Pass noch mal kurz auf. Oder CDR, geh mal kurz runter. Okay, was soll ich machen? Alles ausrichten, alles, dass alles ganz ist soweit und dann macht man jetzt Platz. Dann machen wir jetzt ein Manöver mit ihm. Sprich die Kanonen laden, gucken, ob ein Loch unten drin ist. Falls ein Loch drin ist, es schließen und wenn nicht, geht's gleich los. Geht's gleich richtig hart auf sein Gesicht. Segel hissen, Segel hochraffen. Hoch, hoch, hoch die Segel. Und dann an die Kanonen. Genau. Spast! So. Du kriegst von rein richtig aufs Gesicht. Er ist unten im Wasser, versucht hier hochzukommen. Schiff läuft voll. Ja, kümmert euch mal drum. Ich muss mich hier um den Typen kümmern, dass der hier nicht hochkommt. Ah, da bist du. Hast du ihn getötet oder was? Nein, ich wollte auch das Schiff kaufen, aber ich hab's nicht geschafft. Ah, okay. Schiff, was? Ja. Doch, das war's auch. Ist der bei uns? Nein, der ist bei uns. Hier, kämpfen, kämpfen. Vorsicht, Leute, bei uns, oben, auf dem Deck. Kämpfen, mit Schwert. Ihr müsst ihn töten. Huh. Ist tot. Nice. Und weiter an die Kanone laden. Du, Cedir, die Löcher noch stopfen. Du an die Kanone und weiter schießen, die nah aber an ihm ist. Ich hab zweimal voll gehittet. Die steht genau auf sein Schiff. Ah, hier steht er neben mir. Kirio, wir kriegen dich und dein Schiff. We got you. Habt ihr den anderen auch getötet? Da war gerade noch einer erschienen. So, ich bin wieder da. Ich stopfe Löcher, so gut es geht. Aber hier scheinen gar keine. Müsste gleich sinken sein. Ich hol mal Wasser bei uns raus. Jo, und Chips bei ihm drauf, Junge. Wasser auf dein Schiff. Jo, ist
durchsinkt. Ja, da durchsinkt es auch schneller sogar, wenn du einmal, du kannst auf andere Schiffe gehen mit Wassereimer und die zum Sinken bringen, ohne Loch drin. Hier, Wasser auf dein Haupt. Jetzt dürfen die hier nur nicht hochkommen. Wir müssen aufpassen, dass die beiden Leitern nicht hochkommen. Und dann müssen wir gucken, ob auf dem Schiff was drauf war gleich, ob hier was schwimmt. Eine Truhe. Aber es sieht so aus, als... Ja genau, am Anfang schwimmen die erstmal oben. Aber... Scheint jetzt... Mal ein bisschen runterschwimmen. Doch, hier, die hatten zwei. Da, Kirito ist unter uns. Er ist genau unter uns. Ich sehe ihn. Ah, shit, der hat mich getötet. Und da sind auch zwei Truhen. Ich hab einen getötet. Nice. Er ist nicht Kirito. Ich hab ihn schon wieder Kirito. Areki. Kiro ist unter Hello. Uns. Hello. Wer ist das denn? Oh, der hat mich getroffen. Can you me hear me? Da. Oh, da ist ein Hai, verdammt. Ich brauche unbedingt die Schrotflinte. Der hat zweimal tot gewesen schon. Zweimal. Der Lan ist bei mir in der Nähe. Lan, du hältst die Stellung und bist ja, hier der Jobgeselle. Wenn nicht, bin ich jetzt auch wieder an Land. Pass oh, nur auf. Hi. Ich gehe mir schnell die Schrotflinte holen. Schieß auf den Hai, du kannst ihn töten, ne? Okay. Ist nicht wieder. Der ist tot. Das ist vom Hai getötet worden. Ich hol mir mal schnell die Schrotflinte. Moni. Ich sehe aber den Ding nicht. Die Truhen? Oder was? Den Hai. Ah, okay. Ah, der hatte hier zwei Dinger. Oh, guck mal, die meinte ich. Die brauchen wir für die Tiere. Ich hab eine. Cool, ich hab auch eine. Und der legt sich mit uns an. Mit einem großen Schiff. Was dachte der, dass wir Noobs sind? Wir sind Lan, Sidia und Ryan. Wir haben ihn weggeboxt. Du Noob. So, hat er noch irgendwas gehabt? Oder? Ich glaube, da waren nur diese beiden Dinger, oder Sidia? Hast du noch was gesehen? Nö. Ich gehe noch mal kurz runter ans Wasser. Ist er hier irgendwo? Lichte schon mal den Anker. Ja, licht schon mal den Anker. Aber ich sehe hier auch nichts mehr, muss ich sagen. Hat er geschossen? Das war ich unter Wasser, sorry. So. Gut, dass du es hörst. Pass auf, den Ankerlichten, wir haben Segel noch gesetzt, ne? Achso, ja, aber Schwein ist drauf. Aber wir müssen eh hier geradeaus rauf, oder? Genau, wir müssen hier eh an das Land. Ah, Sidia ist am Steuer, sehr gut. Hier ist Sidia am besten da, wo der Steg ist. Da ist man am nächsten links. Dran. Hm, links. Ich schaff das noch? Ja, ja, wenn nicht, kann man noch die Segel ein bisschen hoch machen, dann dreht man mehr auf der Stelle, weißt du? Okay, ja, sieht los. Dann, Ja, das eine Segel reicht ja. Nee, ist schon okay. Lass uns. Okay. Jo, cool. Snappt man automatisch an den Dingern? Nee, gar nicht. Du fährst da knallhart dagegen. Du musst gut fahren können. Snippt man automatisch. Hast mal einen Piraten gefragt, ob er so eingepackt hat? Snippt das automatisch. Das ist halt so eine NPC. Ja gut, aber die haben eigentlich Taue, die sie wenigstens noch dran ziehen können und so. Genau, jetzt gut ranfahren und dann werfen wir gleich den Anker. Das sieht gut aus so, oder? Ja. Ich könnte hochziehen. Perfekt, Alter. Ja, Anker ist geworfen und guck mal, ist perfekt. So, dann jeder eine Truhe in der Hand, meine Freunde, und zu dem Mann da gehen. Der will Truhen haben. Hab ich gehört. Yeah. Ja, Mann, richtig gut geparkt. Wenn man da drauf springen kann, dann weißt du, dass du gut geparkt hast. Hier vor mir? Nee. Guck mal, das Zelt da unten mit dem Schlüssel, die Zelte immer. Der Mann, der hat so ein Goldface. Der hat Geld. Beziehungsweise, guck mal hier hinter ihm. Geh mal hier rein. Hey, warum komme ich hier nicht mal rein? Früher kam man hier rein.
Der hat voll viel Gold hinter sich, nämlich. Ich will's haben. Gib es mir. Wo ist er? Okay. Wie funktioniert das mit den Tauen? Ah, okay. Ich glaube, das ist eher im Realismus. Hm? Echt. Ich glaube, Tauer gibt's hier, glaube ich, gar nicht, oder? Tauer gibt's ja nicht mehr. Kann man nicht rennen, so. Mit der Kiste in der Hand. Okay, es gibt anscheinend doch Schlüsse hier über den... über die See verteilt. Ah ja, ihr gebt noch ab, stimmt. Oh, ich hab voll die Traumtüte. Ich glaube, die sind keine mehr da. 178 nur. Und guck mal, zieh dir hol mal das Schwert raus. Okay, ist zu spät, aber guck mich mal an. Ja. Wenn ich die Lade also gedrückt halte und dann ins Wasser damit komme, dann bin ich der richtige Jetski. Gehe ich richtig dran. Wie hältst du? Gedrückt halten. Links gedrückt halten. Klicken, gedrückt halten. Genau, und wenn du das über Wasser machst, also hier auf so einer Planke und so, wo du dann mit der Endbewegung ins Wasser gehst, flippst du richtig schön durchs Wasser, wie ein Jetski. Cool. Okay, okay. Habt ihr noch eine gekauft bei ihm? Nee, ne? Was? Eine Aufgabe. Habt ihr noch... War mal Telefon? Hab ich gehört. Ich habe schon 1000 Gold geerntet. Kann man die Tür hier nicht zumachen? Nee, Türen kann man nicht zumachen, damit man ja gegenseitig sich piratieren kann. Okay. Komm mal mit zu dir. Gehen wir mal an Land. Ich komme. Oh, ist schön hier. Einfach schön. Genau, so, also... Hier kann man mit diesen Kisten, die wir gefunden haben, so Hühnermissionen und so annehmen. Die habe ich noch nie gemacht. Die würde ich gerne mal machen von der Allianz. WB. Ich muss meutern. Du musst meutern, du musst los. Ja. Okay. Aber hat Spaß gemacht. Ich habe eins hingelegt. Ah, eine Mission ist hingelegt. Geilomat. Ich komme. So. A praising play for the pitiful Mr. Weiter konnte ich nicht. Wilson, okay, Wilson. Oh, ich schreibe hier oben. Schauen wir mal. Ah, wir hätten auch noch unsere Dingskarte. Oh. Da müssen wir an einem bestimmten Tag... um eine bestimmte Uhrzeit ein Barrel of Gunpowder bringen. Aha. Kann das sein? Ja, sieht so aus. Merchant Events. Wo sehen wir die Zeit? Die steht doch da oben. Bei 1 p.m., also 1 Uhr Nachmittag. Nein. Am 30. Ja, wo Ach sehen so. Wir die Zeit? Du hast ja so ein Bier. Und links. Und da steht sogar unten der Tag drin, der 26. Hm? Achso, nee, ist der Kompass. Nochmal F drücken in dem Menü. Hm. Genau, und warte mal, nochmal gucken auf die Mission. This goes to. Also, an diesem Outpost, das ist ja auch ein bestimmter Outpost, müssen wir um 1 Uhr am 30. Barrel Gunpowder bringen. Mhm. Zum Beispiel. Wo finden wir Gunpowder? Auf Inseln. Okay, und haben wir noch eine andere Mission? Ja, wir haben noch eine andere Mission. Und zwar ein White, also ein weißes Federnkleid, Hühnchen und ein schwarzes Black. Plummet ist so ein bisschen fluffelig, oder? Und dafür brauchen wir diese Fangkisten auf jeden Fall. Ja, wo hätten Chicken wir Chop. Ja, das ist eine gute Frage. Die haben wir dem abgezogen, wie echte Piraten. Vielleicht gibt's ja auch auf Inseln. Ja, bestimmt, also Gunpowder weiß ich, gab's früher schon so zu finden, weil das ist auch eine mächtige Waffe. Wenn der dich zum Beispiel so verfolgt wie der uns,
und der hinter dir ja fährt und du droppst es ins Wasser und der fährt dran vorbei und du schießt drauf, dann explodiert sein halbes Schiff. Ja, da müssen wir hin. Das müssen wir besorgen und da müssen wir ist dann hin. Ist das, was ich da hingelegt habe? Diese beiden Guts brauchen wir. Das ist es genau, was du, glaube ich, da hingelegt hast. Ich weiß nicht, ob die Mission... Doch, die Mission. Die andere ist ja aus der Flaschenpost. Wenn man Q drückt, ist da so eine Flasche dran. Bei der anderen. Okay, gut. Wie kriegen wir eigentlich unser Schiff so wieder hin, dass es nicht mehr durchlöchert aussieht? Ich weiß nicht, ob man das hier bei der Schiffswerft reparieren lassen kann, dass es so aussieht, als ob es nicht durchlöchert wäre. Aber ich weiß, dass man da das Schiff upgraden kann. Also hübscher machen kann. Nicht upgraden, aber hübscher. Ja. Mit Galionsfiguren allem, damit alle gleich wissen, oh, mit denen lege ich mich nicht an. Das sind keine Noobs. Yeah! Ist jetzt im Prinzip egal, wo hier... Na, Alice Dings gehen. Outpost und Alice Spring Outpost müssen wir sowieso dann in die Nähe kommen. Wir sind gerade Plunderer Outpost. Jetzt müssen wir, denn hier ist der Alice Spring Outpost. Vielleicht finden wir auch auf dem Outpost. Ich weiß nicht, ob wir auf dem Outpost Schweine und Dings finden. Dann könnte er sich die ja selber holen. Ich guck mal, was es noch für Sachen gibt. Fortress. Okay. Clay. Vielleicht Hollow. Vielleicht haben die einzelnen Namen jetzt auch Rock. Irgendwie Spawn-Sachen. Also, dass auf The Rock mehr Gunpowder spawnt oder so. Aber ich weiß es nicht. Ich hab keinen Plan. Fort Grove. Na, wir müssen auf jeden Fall nach Osten. Sehr, sehr ostig. Also, komplett andere Richtung. Ja. Aber ich kann ja schon mal ein Segel runterlassen. Jo, hab ich auch. Aber egal. Passt schon. Und in den Wind. Ich kann links lassen und das eine nach rechts. Nee, ich stell's schon in den Wind. Ah, ich hab schon wieder diese komischen Grafik-Glitches manchmal bei den Seilen. Das stört mich. Das Spiel ist so wunderschön. Was bedeuten diese Totenkopf- Wolken? Ach so, Totenkopfwolken, da ist dann irgendein Event. Da spawnt dann, glaube ich, um eine gewisse Zeit oder irgendwie so ein Endboss oder so. Oder so eine Art Boss. Nicht Endboss, sondern Boss. Und den kann man dann, glaube ich, besiegen und dann auch Kopfgeldmissionen und alles machen. Guck mal, da drüben auf der linken Seite ist zum Beispiel ein kleines Schiff wieder. Da müssen wir... Ach, das fährt genau zu dem Outpost. Lass mal drehen, Alter. Lass mal drehen und das Schiff niedermachen. Oder wollen wir vom Schiff runterspringen, auf den Outpost rüberschwimmen und den abfarmen, wenn er es abgeben will? Was von den beiden findest du besser? Ihn zerschießen oder ihn beim Abgeben abschnetzeln? Ich glaube, wir können ihn nur noch beim Abgeben abschnetzeln. Alles klar. Dann spring einfach vom Schiff. Jetzt schon wieder? Jetzt einfach vom Schiff springen, so wie es ist. Nee, nicht da drauf. Nee, gedreht halten, dass das noch im Kreis fährt, das Schiff. Aber. Oder warte mal, wo fährt das hin? Nee, es hat abgedreht. Es hat abgedreht. Es hat da. Wir müssen zu ihm fahren. Ah ja, da ist die Totenkopfwolke wieder. Da sieht man sie mal richtig. Vielleicht müssen wir unser Lichter ausmachen. Ja, das eigentlich schon. Die unten sind, glaube ich, egal. Ich glaube, es ist nur oben wichtig. Die Überdeck sind. So. Ah, wir haben einen neuen Kumpel gekriegt. Bro, mach mal Push to Talk. Der ich? Nee, ja, der Dodemax. Dodex Max. In your settings, push to talk, on, please. Hat man mich doppelt gehört zu dir gerade? Nö. Oh, dann ist das gar nicht so komplex. Settings. Der steht da hinten auf jeden Fall. Ich glaube, du musst mal die Segel... Warte, komm gleich. Push to talk. Ach, ich hab's left alt gemacht.
Mach mal Zirkumflex draus. Hast du mich jetzt doppelt? Nee. Achso. Naja, egal. Der steht da, sagst du. Ich sehe ihn gerade. Ach da, vor uns. Okay. Wind kommt von da. Okay, okay. Lenk schon mal ein, genau, ich mache mit Wind. Wenn wir neben ihm sind, sagst du Bescheid, dann kann ich einen Anker werfen. Aber dann musst du, wenn ich Anker werfe, ist immer so, du lenkst dann immer noch nach. Deswegen musst du entweder dann geradeaus lenken oder so lenken, dass wir uns zu ihm hindrehen, die Seite, ne? Oh, der fährt. Aber wir stehen gut im Wind, also du kannst ruhig fahren. Wir sollten erstmal gut rankommen. Versuch erstmal ein bisschen verfolgungsjagdmäßig. Ich gehe schon mal mich vorbereiten. Ich sehe ihn gar nicht mehr. Das Segel ist genau vor mir. Ich sag dir von wo. Ich sag dir. Siehst du ihn? Wenn nicht, musst du immer mal auf die Treppe gehen. Er ist genau vor uns. Die dritte Segel auch noch setzen oder wäre das zu viel? Oh ja, doch müssen wir unbedingt. Das kommen wir nicht hinterher. Sicher? Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall mindestens halb oder so. Ja, mach's am besten ein bisschen höher. Zieh's mal ein bisschen hoch, damit ich was sehen kann. Okay. Ja. Segel in die Sonne. Ist der Bruder noch bei uns? My Crew? Ne, wir sind zu zweit. Unser Wind ist nicht gut. Wir segeln gegen den Wind. Das Problem ist auch eigentlich, wir sind zu zweit auf einem 3-Mann- bis 4-Mann-Schiff. Lan ist ja jetzt weg. Ne, das Problem ist, es joint uns immer einer nach. Also klar, wäre auch cool, wenn da ein cooler Dude ist, aber... Der ist dagegen gefahren. Ja, geil. Das bringt uns richtig ran. Das macht uns schnell. Muss nur, weil er jetzt gedreht hat. Ja. Nein, 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 nein. Ist schon, schon richtig. Ist schon richtig. Dreh noch links. Oh, okay, ja, stimmt. Weil er gleich umdreht, ja. Wenn du jetzt einschlägst. Stimmt. Ja, geil. Dann... Genau, lenk mal genau auf ihn drauf.